Ab geht's in den Mondberg. Die Musik. Hallo Team Rocket. Hier drüben scheint nichts zu sein. Vielleicht ist es etwas weiter dort hinten. Hey du da, hast du uns etwa gerade belauscht? Wie viel hast du gehört? Wie kann das sein? Wir hatten Mauzi doch extra aufgetragen, Wache zu schieben. Ja, leider hat es vorne nur gepennt. Da du uns so frech bespitzelt hast, weißt du bestimmt, dass wir hier unten auf der Suche nach seltenen Fossilien sind. Nein, aber danke, dass du es uns gesagt hast. Aber glaub bloß nicht, dass wir sie knirpsen wie dir überlassen werden. Ganz genau, wenn jemand diese staubigen alten Steine in Pflaster verwandelt, dann wir. Ich finde witzig, dass das Mauzi hier im Spiel nicht redet, aber es macht Sinn, weil sonst kein anderes Pokémon im Spiel reden kann. Hüte dich vor Zubats Attacke Blutsauger. Nein, das werden wir nicht, aber wir werden aktiv Pokémon ausweichen müssen. Oh. Das macht das Ganze so viel angenehmer. Das ist krass, dass es noch nicht alle 10 Sekunden in einen Random Encounter kommt. Hä? Wait? Random Encounter? Ja, ein paar, das nehme ich gerne. Ja, Ziel auf die Mitte. Ich hab's verstanden. Das musst du mir nicht jetzt erklären. Das war ein bisschen zu feste. Aber wir haben jetzt mittlerweile auch ein Paras. Gefällt mir sehr. Kann man immer gebrauchen. Aber ich muss wirklich nachher immer noch schnell in der Aufnahme prüfen, ob es wirklich einfach gerade vor mir gespawnt ist oder was da genau passiert ist. Käferpflanze. Ja, das wäre sonst das erste Pflanzen-Pokémon, wenn wir keinen zusammengefangen hätten. In der Höhle treiben sich echt komische Leute herum, zum Beispiel Team Rocket mit einem nicht sprechenden Mauzi. Gehörst du etwa auf zu denen? Nein, ich habe kein sprechendes Pikachu. Also ja, in dem Sinn gehöre ich eigentlich dazu, wenn wir uns von dem her ansehen. Ja, ist sogar noch der Benjamin, der Käfersammler. Ein Smetbo. Das Smetbo ist Käferflug. Wahrscheinlich weniger praktisch mit meinen Boden-Pokémon. Kann es etwas, dass wir... Ja, ich könnte ein bisschen ankratzen, aber das bringt wahrscheinlich nicht allzu viel. Konfusion ist nicht so geil auf unseren Sandan. Ja, ich glaube, da wechseln wir lieber, oder? Zu etwas, was dir ein bisschen mehr Schaden machen kann. Zum Beispiel Flug ist ja gut normal eigentlich, von dem her... Ja komm, wechseln wir mal zu Taubsi. Ich hätte auch zu Pikachu wechseln können, aber... Ja, es war vielleicht eine dumme Idee, zu dem zu wechseln. Habe ich gerade bemerkt, weil der ist ja ein paar Level drüber. Aber so ist es schneller vorbei. Kompression sollte auch nicht allzu viel tun. Ich freue mich schon auf das Mewtwo mit den alten Psycho-Attacken. Nein, nicht. Ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass wir ein Smetbo antreffen im Mondberg als zweites Pokémon. Donnerwelle, mhm. Sehr gerne. Doppelteam. Das könnten wir bei der zweiten Arena sehr gut gebrauchen, wobei das ist ja sowieso Wasser, das heißt eigentlich kann ich da mit Pikachu durchrennen. Mich hast du eiskalt erwischt. Jawohl, würde ich so bestätigen. Ich wollte eigentlich nur die Pokémon-Bälle da hinten. Also... Apropos Random Encounter, ich glaube, es ist nicht so einfach, wie man sich gedacht hat, weil die spawnen ja einem praktisch vor der Nase. Nein, das Paras läuft herum, das war kein Random Encounter. Soll ich mir noch einen Kleinstein holen? Ja, komm, ich hole noch einen Kleinstein, das haben wir nämlich noch nicht. Ein winziges sogar. Das war doch jetzt wirklich genug stark. Manchmal verstehe ich es nicht. Und das war jetzt... Ey... Motion Controls manchmal. Manchmal sacken die wirklich. Ich glaube, es kommt wirklich darauf an, wie der Controller gehalten wurde und wie er dann
bewegt wird. Aber ich hatte es eigentlich draußen so ziemlich gut, weil wo ich jetzt die eine Stunde die ganze Zeit die Pokémon gefangen habe. Ich sag's immer wieder, aber dann hau ich die ganze Zeit die Bälle. Für Kleinstein gibt's auch einen Eintrag, logischerweise. Wir haben einen ganz kleinen gefunden. Es hält sich gerne in der Nähe vom Gebirgspfad auf. Tritt man versehentlich auf eins, wird es sehr wütend. Deshalb ist höchste Vorsicht geboten. Natürlich, ja. Niemand hat es gern, wenn man auf ihn drauf tritt. Nein, Zubat, du kriegst mich nicht. Ist es auch nicht anders? Da war doch früher offen. Oder nein, da war früher nicht offen. Das habe ich mich gerade falsch erinnert. Oder ist es anders? Ist im Berg anders? Kann es sein? Ich warte auf meine Freunde. Wir haben uns in der Höhle aus den Augen verloren. Dann würde ich lieber ein Fluchtseil benutzen und aus der Höhle rausgehen und draußen auf sie warten. Die Göre Iris. Ein Knofenser. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Dann mal ein Giftstachel. Vielleicht können wir es ja vergiften. Wieso kann ein... Das endet nicht gut für mich. Ja, wollte ich gerade sagen, das endet nicht gut für mich. Wieso kann ein Sandan Giftstachel? Am besten nehmen wir jetzt Carbodon und sind in One Hit Down. Ja, wiederum. Ach so, wird größer. Spezialangriff scheint das nicht so geil ist. Von dem her, gib mir mal einen doppelter Kick ins Gesicht. Dumme Idee gewesen. Es hält jetzt einfach so lang, bis es genug Schaden machen kann, um mich mit einem Mal wegzuhalten wahrscheinlich. Aber ich lasse es nicht so weit kommen. Ich habe dir die Chance gegeben, mir Schaden zu machen. Carbodor ist schon Level 6. Ich habe verloren. Ja, du hast es wirklich versaut. Du hättest locker Chance gehabt, meine Pokémon wegzuhauen. Aber du hast es versaut. Was macht Jesse da? Du bist schneller, als du aussiehst. Ja, ihr seid eher langsamer, als ich gedacht habe. Was gibt's hier unten? Ganz langsam. Da gibt's noch ein Item. Ein Aufwecker. Das heißt, es könnte sein, dass hier irgendwo ein Pummeluff in der Nähe ist. Wieso spawnt hier unten nichts? Hier spawnt etwas, okay. Ich habe extra noch kein Zubat gefangen, weil wir werden höchstwahrscheinlich sowieso in eins reinlaufen. Mein Gott, das Gesicht. Tüftler Mirko. Nein, sorry, nicht alle Informatiker sehen so aus. Ein Slimer. Gift. Das war auch nicht praktisch mit meinem Sandan. Mein Team ist nicht so gut gewappnet für das Zeug hier. Das Sandan kann ja mal gar nichts, eigentlich. Das Sandan kann wirklich gar nichts. Und die Pokémon sind jetzt wirklich recht schnell hochgelevelt. Also in der Höhle drin jetzt. Das überrascht mich jetzt gerade ein bisschen. Ich hab nicht gedacht, dass ich so schnell leveln muss. Vielleicht muss ich sogar mein Team anpassen. Ist meinen Rankenhieb. Stimmt. Ich habe vergessen, dass es nicht mehr effektiv ist. Was machen wir? Gissen den Slimer. Ja, komm. Also manchmal achte ich extra nicht auf Schwäche und Resistenz. Und vorhin habe ich jetzt wirklich gerade gefailt. So, komm. Einfach weg mit dir. Seit wann? Oh nein. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Jetzt kriege ich noch Giftschaden. Komm. Eigentlich sollte ich. Nein, stimmt.
In dem Spiel kann man, glaube ich, Gift-Pokémon noch nicht vergiften, kann das sein? Ich hätte ihn mit einmal Rückzugshieb sowieso nicht bekommen. Kriegt man noch Schaden außerhalb vom Kampf, wenn man vergiftet ist? Das sehen wir jetzt gleich, wenn der Kampf vorbei ist. Ja, ich hätte nicht mit zweimal Rückzugshieb bekommen. 53 Erfahrungspunkte. Langsam leveln wir auch nicht mehr so schnell auf. Das gefällt mir. Drei Pokéballs. Sind wir jetzt noch vergiftet? Oder nicht mehr? Team. Nein, nicht mit Pikachu spielen. Ach, wenn er es gerne hat. Jetzt nicht. Team. Nein, es ist nicht mehr vergiftet. Haben sie das kommt? Doch, es ist noch vergiftet. Wir haben ein Gegengift. Wo ist es? Wo ist es? Ach, ja, wird ja gar nicht groß angezeigt. Dann kriegt unser Sandan noch einen Trank. Und unser Taubsi noch einen Trank. Der Cracker war zu teuer, für das, dass ich ihn einfach so schnell benutzen möchte. Was heißt das? Das heißt, es ist besonders groß, oder? Pokébälle für mich. Äther. Mit dem kann man, glaube ich, die PPs wieder herstellen. Nochmal einen Kleinstein. Gibt es hier auch Onyx? Ein Onyx wäre praktisch. Eine Sprühdose. Schutz. Oh, Kleinstein. Also, dann machen wir den Kampf hier noch. Knirps Magnus. Ich finde hier, Pokémon haben hier so solche Namen. Das ist teilweise wirklich unglaublich. Boden gegen Kampf. Tönt gut. Aber ich habe ja keine Bodenattacke. Mach noch eine. Wieso ist die Attacke so extrem animiert? Komm. Ich möchte eine neue Attacke lernen. Volltreffer. Ich kann nicht maximal eine Kampfattacke einsetzen. Ja, komm. Ja, egal. Ich will meinen Sandan leveln. Ach, das sollte gehen ohne Problem. Das Kratzer sollte mich nicht töten. Ja. Perfekt. Ja, das war ideal. Jetzt können wir ihn eigentlich schon wieder heilen. Nur weil ich mal einfach keinen Shit auf Stärken und Schwächen gebe. Ich habe verloren. Ja, du hast verloren. $160 und 3 Pokébälle. Ja, wir hätten einen Taubsi rausholen können. Das wäre vielleicht gescheiter gewesen. Aber irgendwie, ja. Das macht dann ja auch wieder zu viel Schaden. Und hier... Oh, sie möchte kämpfen. Gehst du bitte auf die Seite? Du möchtest kämpfen. Da unten ist, glaube ich, schon Jesse. Sorry, James. Wie sieht es mit meinem Team aus? Sandan, bitte geh mal ein bisschen weiter nach hinten. Wie klein... Wait. Wie klein ist das Kleinstein da hinten? What? Ich glaube, es ist nur in der Animation... wo es verschwindet oder kommt. Ich hoffe es. Wait a moment. Das habe ich jetzt wirklich gar nicht erwartet. Ja, während dem Spiel habe ich das nicht bemerkt, was ich jetzt gerade mache. Also, ja. Seht selbst, es ist nicht wirklich das, was man machen sollte. Ich glaube, Pipi ist doch normal, oder? Nein, stimmt, Pipi ist ja jetzt mittlerweile Fee. Habe ich ja gar nichts Starkes dagegen. Doch, Gift wäre ja stark dagegen. Dann habe ich... Nein, jetzt habe ich keine Giftattacke mehr. Jetzt könnte ich wirklich zu Sandan wechseln. Weil der hat ja eine Giftattacke. Aber nur noch 5 KP. Ich möchte mal schauen, wie viel Schaden das macht. Das heißt, ich werde jetzt mal als allererstens... Wobei, ich meine, die Giftattacke ist ja nicht wirklich stark. Ja, egal. Ich möchte mal mit Sandan gegen das kämpfen und schauen, wie viel Schaden das wirklich macht. Weil es muss ja ein... Seit der sechsten Generation hat sich ja geändert, dass Pipi ein Fee-Pokémon ist.
Nein. Na, oh, nee. Stimmt, das konnte ja... Ah, wie cool ist das? Er hat die Augen zu. Das ist mir auch neu. Vielleicht gab es das alles in den 3DS-Teilen, aber ich habe es zumindest verpasst. Weil ich meine Probleme hatte mit den 3DS-Teilen. Zum Beispiel, dass der 3DS mir einfach innerhalb von ein paar Minuten ziemliche Schmerzen verursacht. Nein! Ja, dann hast du einen Fluchtwert gesenkt. Eine Genauigkeit, Quatsch. Das ist wieder einiger gewesen. Push dich einfach hoch bis zum geht nicht mehr. Sehe das richtig? Dann kriegst du mal einen Giftstachel ins Gesicht. Mal schauen, wie viel Schaden das macht. Ja, das macht gut Schaden, aber ich hätte auch gerade so gut mit einer normalen Attacke angreifen können vorher. Aber bitte friss meine Giftstachel. Ha, Gesang hat verfehlt. Nochmal Giftstachel. Er wird mich wahrscheinlich nochmal einschläfern, dann werde ich einfach zum anderen Pokémon wechseln. Mach doch noch mehr Einigler. Ich hätte nicht wechseln sollen, das war ein großer Fehler. Ich hätte wirklich nicht das Pokémon wechseln sollen. Ja, wenigstens ist es jetzt vergiftet und kriegt noch Vergiftungsschaden. Heuler. Ja, schwäch mich noch mehr. Aber du kriegst Giftschaden und der ist ja gar nicht mal so wenig. Von dem her, dass du kannst, kann ich schon lange. Kampf der Einigler. Immer gut, wenn Gesang nicht durchkommt. So. Einmal Kratzer für dich. Manchmal habe ich im Moment gerade extremes Glück. Also ich werde von jetzt an nicht mehr auswechseln. Wahrscheinlich. Ich habe total vergessen, dass sie Gesang können. Da war ja etwas damals, wo immer alle Pokémon praktisch geschlafen haben. Ah. Misasam ist auch Level 12, finally. Ich muss nachher vielleicht noch ein, zwei Pokémon fangen, damit ich ein bisschen nachleveln kann. Weil ich bin jetzt sogar unterlevelt, habe ich mittlerweile das Gefühl. Ah ja, okay, es ist nur groß geworden. Aber das möchte ich nicht hier. Hier ist Jesse. James. Quatsch, ist immer noch James. Ja, du findest hier keine Fossile. Ha, hör auf uns zu folgen. Das nochmal. Und der kämpft... Wieso kämpfen die Kinder nicht gegen Jesse? Mein Gott, wieso kämpfen die Kinder nicht gegen Jesse und James? Da vorne hat es noch einer mit einem Kleinschein oder einem Onix. Wahrscheinlich Onix. Da vorne ist nämlich ein Wanderer. Knirps Luan. Ein Sandan. Sandan gegen Sandan? Welches Level hat er? Weil wenn er jetzt höher ist als ich, dann muss ich eindeutig leveln. Nein, ich bin immer noch einiges höher. Das ist gut. Ein Volltreffer, zweimal getroffen. Jetzt werde ich wahrscheinlich nicht mehr treffen. Sandwirbel ist eine mühsame Attacke. Come on. Yes. Ich habe viel weniger Schaden gemacht jetzt. Das war ja ein Volltreffer vorhin. Schnabel, komm. Wieso? Ach ja, logisch, es kann der Schnabel. Boom. Und Luan auch schon besiegt. Jetzt gehen wir gerade nur so durch die Pokémon-Kämpfe durch. Wenn ich mich anstrenge, ist es komisch nicht so schwer, als ich gedacht habe. Da gibt es nochmal einen Kampf. Eine Perle, die kann man auch verkaufen, aber wir haben ja genug Geld eigentlich. Kleinstein, ein großes. Ich könnte eigentlich schon fast eine Challenge draus machen. Schaffe ich es, durch den ganzen Mondberg zu gehen, ohne in ein einziges Zubat zu laufen? Das wäre ja mal eine Challenge.
Was? Ein Kind? Mann, hast du mich vielleicht erschreckt. Wanderer Hufus. Das ist kein Nacktmull, oder? Ein Kleinschein. Wusste ich's doch, der hat ein Gesteins-Pokémon. Haben Wanderer immer irgendwie. Wieso haben eigentlich Wandergesteins-Pokémon? Das habe ich noch nie verstanden. Ja, wobei, die können einem helfen, über das Gestein zu kommen. Von dem her, vielleicht gibt es den, aber ein Onix wird da schon mehr helfen, oder? Ja. Angriff ist ziemlich blöd hier. Macht nicht viel Schaden, hä? Ich wechsle mal lieber zu Bizarre. Das sollte ziemlich kurz einen Prozess machen. Aber es hätte eben sein können, dass er einen Onix hätte und dann wären Bodenattacken gar nicht so schlecht gewesen. Aber ich muss wieder. Ich schaue mir noch immer noch die beiden TMs an, ob ich eine Bodenattacke beherzt bekommen habe. Da, ein Rankenhieb ins Gesicht. Boom! So sieht wirklich Typenstärke aus. Und nochmal. Weg mit dir. Boom. Wir leveln zurzeit wirklich. Ah, der hat zwei Pokémon. Weiterkämpfen. Das habe ich nicht gedacht. Das ist der erste. Nein, stopp. Stimmt nicht. Rocco hat auch schon zwei. Das ist falsch gesehen. Das ist also auf dem Level von Rocco. Oder wie? Ich brauche ein bisschen mehr Leben. Die Pflanzen sind 2D-Sprites, sind mir gerade aufgefallen. Ziemlich ungeil. Egal was ich mache, ich werde mit der nächsten Attacke stärken und dann habe ich nichts mehr Gutes gegen Kleinstein. Trank. Ich möchte gerne mit dieser Samen ihn besiegen. Ich werfe die ganze Zeit alle meine Konzepte über den Kopf. Ich möchte das machen, dann mache ich es doch nicht. Autsch. Total vergessen, wie stark das doch ist. Ein Rankenhieb hier, nimm das doch bitte. Weil der vorige hat es nicht eingesetzt. Kein. Okay. Bye bye. Die Erfahrungspunkte brauche ich dringendst. Krabbador Level 7, ja gerne. Wie groß ist bitte die Höhle? Das ist bis jetzt wirklich das größte Gebiet. Hast du bist du im Kampf? Halt, Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Falls dir je die Pokébälle ausgehen, kommst du bei mir vorbei. Ja, ich habe von dem schon gehört. Der gibt dir gratis 10 Pokébälle. Was eigentlich... Weiß ich, was ich davon halten soll, um ehrlich zu sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mich und meinen Content weitersehen möchtet, dann abonniert mich doch einfach. Und ich freue mich natürlich auch über jede Bewertung. Entschuldigung für den bisschen kürzeren Part, aber ihr könnt verstehen, dass ich vielleicht nicht einen 60-minütigen Mondberg-Part hochladen möchte. Beim nächsten Mal werden wir endlich den Mondberg abschließen und gegen Team Rocket vielleicht noch kämpfen. Bis dann, Samuel out.